Auf dem Camp Meinblick in Schwarzenau haben wir eine ruhige und erholsame Nacht verbracht. Heute früh starten wir von hier zur nächsten Etappe, nach Kitzingen und Würzburg. Und weil es uns so gut auf dem Camp Meinblick gefallen hat, werden wir am Ende der heutigen Tour wieder hierher zurückfahren und erst morgen früh unser Wohnmobil zum nächsten Campingplatz umsetzen. Das ist der Plan. Hoffen wir mal, dass alles klappt, denn für heute Nachmittag wird ein Unwetter vorhergesagt. Auf dem straßenbegleitenden Radweg entlang der B22 kommen wir nach Dettelbach. Dettelbach war früher umgeben von einer Ringmauer mit Türmen und Toren. Weite Teile der ehemaligen Stadtbefestigung sind erhalten geblieben. Mitten durch die Altstadt fließt die Dettel bzw. der Dettelbach, ein etwa 11 Kilometer langer Nebenfluss des Mains. Von ihm leitet sich auch der Ortsname ab. Über dem Dettelbach thront das spätgotische Rathaus. Es erinnert uns ein wenig an das Bamberger Rathaus, das mitten über der Regnitz erbaut wurde. Hier am Rathaus steht ein ganz besonderer Koffer als Denkort Deportation Dettelbach. Er erinnert an die vielen jüdischen Menschen, die in die Konzentrationslager und Vernichtungslager der Nazis verschleppt wurden. Von den mehr als 20 deportierten jüdischen Menschen aus Dettelbach überlebte das Grauen nur eine einzige Person. Von Dettelbach fahren wir weiter entlang dem Mainufer vorbei am Skulpturenpark in Richtung Mainstockheim. Das Winzerdorf Mainstockheim ist bekannt durch das schlossartige Seniorenheim im ehemaligen Ebracher Klosterhof. Wir unterqueren die große Mainbrücke und kommen nach Kitzing. Vor uns ist der hohe Marktturm zu sehen. Er war früher ein Wachturm mit Gefängnis und Teil der inneren Stadtmauer. Gleich neben dem Turm steht ein schönes Renaissancegebäude. Das ist das Rathaus mit seiner beeindruckenden Giebelfront. Und die leuchtend gelbe Barockfassade der evangelischen Stadtkirche fällt natürlich auch sofort ins Auge. Sie ist die größte evangelische Kirche in Unterfranken. Um den Falterturm mit seiner schiefen Haube ranken sich einige Legenden. Es wird erzählt, dass aufgrund von Wasserknappheit während der Bauzeit der Mörtel mit Wein vermischt wurde. Beim Bau der Spitze sollen die Zimmerleute dann so tief ins Glas geschaut haben, dass sie die Haube schief bauten. Bis 2011 beherbergte der Falterturm das Deutsche Fastnachtmuseum. Die alte Mainbrücke verbindet die Stadt Kitzing mit dem Ortsteil Etwashausen. Auf der Brücke ist eine Figur zu sehen, ein Krieger, der an Händen und Füßen gefesselt ist, zur Erinnerung an die Gefallenen und Vermissten der beiden Weltkriege. Am Ende der Brücke steht die bekannte Kreuzkapelle von Balthasar Neumann. Der kreuzförmige Grundriss war sogar auf dem 50-D-Mark-Schein abgebildet. Aber auch ein denkmalgeschütztes Gebäude muss hin und wieder renoviert werden. Musik
von der Uferseite im Ortsteil Etwashausen hat man einen wundervollen Panoramablick auf die Stadt Kitzing. Wir fahren weiter entlang des Mainufers durch das Gelände der kleinen Landesgartenschau von 2011. Natur in Kitzing, Gartenstadt am Fluss, so war das Thema. Und wer etwas ausspannen möchte, kann hier im Bad- und Saunaparadies bestimmt neue Kraft schöpfen. Wir radeln weiter auf dem Mainradweg vorbei an Hohenfeld nach Marktstift. Die historische Hafenanlage von Marktstift ist der älteste Hafen Bayerns, der in seiner ursprünglichen Form noch erhalten ist. Am Hafenbecken ist noch der Sockel des ehemaligen Kranes zu sehen. Der Mainradweg führt nun zum südlichsten Zipfel des Maindreiecks, nach Marktbreit. Die historische Altstadt von Marktbreit solltet ihr unbedingt besuchen. Also kommt mit durchs Maintor und schaut euch die prachtvollen Häuser in den engen Gassen an. Ein gebürtiger Marktbreiter ist der berühmte Dr. Alois Alzheimer. Er beschrieb 1906 erstmalig die nach ihm benannte Demenzerkrankung. Besonders auffällig sind die zwei spiegelgleichen Häuser mit dem hübschen Erker und dem Zwiebelturm. Links steht das Haus zu Grohe und rechts das Wertheimer Haus. Wer hat hier wem nachgeahmt und warum? Vielleicht könnt ihr das Rätsel lösen und schreibt es uns im Kommentar. Die Stadtmauer ist teilweise mit Wohnhäusern bebaut, wie hier an der Bachgasse. Viele runde Wehrtürme sind noch erhalten. Dieses kleine, bunte Haus wurde auf der Mauer am Breitbach gebaut. Es ist das Malerwinkelhaus, ein ganz beliebtes Bildmotiv. Früher diente es als Gewürzmarkt und heute befindet sich dort ein Museum. Vor dem Maintor, direkt am Mainufer, ist noch die historische Hafenanlage zu sehen. Wir stehen hier in Marktbreit, unweit von Ochsenfurt, und haben hier jemand getroffen aus der Touristikinfo, der uns hier so ein paar Informationen geben möchte zu Marktbreit. Ja, Marktbreit am Main, eine kleine Handelsstadt, damals wie heute. Der Main als Verkehrsader, er geht im Prinzip einmal quer durch Deutschland und mit dem Rhein und der Donau kann man vom Schwarzen Meer bis an die Nordseeküste fahren oder umgekehrt. Und dann war es einfach so für den Handel in Marktbreit, die Nordseeküste
das Tor zur Welt, Überseehäfen, Rotterdam, Amsterdam und einmal das Schwarze Meer, das Tor in den Orient. Also so Gewürze wie Pfeffer, Safran, Nelke kamen dann eben vom Schwarzen Meer, vom Orient hier nach Markbreit. Und Markbreit deswegen der kürzeste Überlandweg vom Main runter an die Donau. Und um die ganzen Waren bewegen zu können, haben wir damals eben diesen alten Kranen gebaut, wo man dann aus dem Wasser, aus den Schiffen raus die ganzen Produkte rausheben konnte aufs Land und im Umkehrschluss natürlich auch vom Land wieder runter ins Wasser auf die Schiffe. Den Kran schauen wir uns gleich von innen noch mal genauer an. War ja Markbreit früher ein wichtiger Handelsknotenpunkt. Es war tatsächlich durchaus namhaft. Es gibt sogar eine Postkarte, ein Schriftstück, wo es heißt Würzburg als bei Markbreit. Also wir meinen das Würzburg da neben Markbreit. Also so ein bisschen vielleicht die Anekdote, aber tatsächlich, dass es bei den Händlern, bei den Reisenden eine feststehende Größe und ein namhafter Ort einfach war, den man kannte. Genau. Ja, dann wollen wir uns mal den außergewöhnlichen Kran angucken. Genau. Der sieht ja wirklich interessant aus. Er ist interessant. Der Kranen von außen, wenn man ihn sieht, es ist oben diese Haube am Dach und einmal so dieser Kranz, wo die Hälfte vom Dach unterbrochen ist. Diese obere Hälfte und der Ausleger, der aufs Wasser geht, sind also drehbar gelagert, dass der komplette Dachstuhl vom Land aufs Wasser und wieder zurück schwenken kann. Und nur die Mauer und diese untere Hälfte vom Dach stehen praktisch fest da. Im Detail schauen wir es uns von innen an, wie der Antrieb funktioniert hat. Ja, die Funktion von diesem Tretradkran ist denkbar einfach, wie es der Name schon verrät. Man muss treten, einfach laufen. Ich mache das mal vor. Einfach einsteigen in die Räder und laufen. Durch die Drehbewegung, wie bei einer Kabeltrommel, wird die Kette aufgewickelt bzw. abgewickelt beim Rückwärtslaufen. Und es gehen durchaus 1,5 Tonnen Gewicht, was der Kran damals angehoben hat. Nur durch das Laufen hier drin? Nur durch das Laufen. Es waren 4 kräftige Männer, 2 auf dieser Seite, 2 auf der anderen Seite, die einfach mit ihrem Körpergewicht und der Übersetzung auf der Welle das Gewicht anheben konnten. Man musste ungefähr 10 Meter Strecke laufen, um die Last am Ende einen Meter anheben zu können. Ja, das ist ja enorm. Also da waren also kräftige Männer hier erforderlich. Da waren so kleine, dünne vermutlich eher nicht, ja, sondern ein bisschen die großen, kräftigen, die hier unterwegs, ja, waren. Und man muss sich das durchaus so vorstellen, es waren ja die Logistiker ihrer Zeit, also der Hafenbetrieb hier unten, da gab es diese Kranenknechte hier im Kranen, die Kettenknechte, die an der Last außen gearbeitet haben. Es gab den Kapo, der den Befehl gegeben hat. Man sieht hier im Raum nicht, was draußen die Last macht. Also es geht nur auf Zuruf und über Gehör, dass man praktisch hier anheben konnte, ablassen konnte, das Gewicht halten, aufs Wasser schwenken, aufs Land schwenken. Also hier nur auf Zuruf und auf Gehör die Tätigkeiten und das halt von Sonnenauf bis Sonnenuntergang. Und der Kran, der stammte jetzt aus dem welchen Jahrhundert? Das ist 1784 wurde er gebaut, rund 100 Jahre vorher, seit 1645 war ein Kran aus Holz hier gestanden. Und es ist ein großes Hochwasser gewesen, was mit Eisgang im Frühjahr praktisch den Kranen, ja, tatsächlich weggespült hat, abgerissen hat. Und im folgenden Frühjahr 1784 das Hause Schwarzenberg, der damalige Ortsherr hier über Markbreit, hat also dann den Kranen aus Stein massiv wieder aufbauen lassen. Und wir sehen es heute, er steht noch und er funktioniert noch, also haben sie damals alles richtig gemacht. Wie viele Kräne dieser Art gibt es denn hier noch am Main, die noch so funktionieren wie dieser hier? Am Main selbst haben wir in Würzburg den nächsten, der etwas jünger ist wie der unserige hier in Markbreit. In Trier und in Andernach wären jetzt in Deutschland noch 2 weitere Kräne, wobei wir mit Stolz behaupten dürfen, dass unserer wirklich funktionsfähig ist und noch in tadellosem Zustand und auch optisch, ja, überarbeitet wurde, aber
ja, tadellos einfach dasteht. Aber das haben wir ja gerade erlebt hier, wie Sie dieses hier in Schwung gebracht haben. Genau. Ja. Ohne Strom, ohne Pneumatik, ohne Hydraulik, also tatsächlich nur die Muskelkraft. Und ja, 100 Jahre später läuft er immer noch tadellos, also alles richtig, genau. Ja, herzlichen Dank erstmal. Das erste Fitnessstudio war das. Vermutlich sind die Herrschaften nicht ins Workout oder ins Fitnessstudio, wenn die fertig waren am Abend mit ihrer Arbeit, ja. Ja, das war der Vorläufer vom Fitnessstudio. Der Vorläufer, genau. Das war sehr interessant. Wir haben gern zugehört. Für uns geht's wieder weiter in Richtung Ochsenfurt. Vor uns ist die Talbrücke der Autobahn A7 zu sehen und dahinter die Mainschleuse Markbreit in der Nähe von Frickenhausen. Hinter dem Werksgelände der Südzuckerfabrik sehen wir den ersten Turm der Stadtmauer von Ochsenfurt, die Zuckerstadt am Main. Die markantesten Sehenswürdigkeiten der Altstadt sind das neue rote Rathaus mit der einzigartigen Figuren- und Mondphasenuhr im Lanzentürmchen, die St. Andreaskirche und die schönen Fachwerkhäuser aus dem 17. Jahrhundert. Ochsenfurt wird zu Recht auch Stadt der Türme genannt, denn wo man hinschaut, sind Türme zu sehen, wie hier der rote Klingentorturm oder der Taubenturm. Es gibt spitze und runde, kleine, dicke und schlanke Türme und noch viele andere. Wer noch mehr über Ochsenfurt erfahren möchte, findet im Heimatmuseum im Schlössle an der alten Mainbrücke interessante Einblicke in die Stadtgeschichte. Über die alte Mainbrücke verlassen wir nun Ochsenfurt und fahren auf die andere Mainseite nach Klein-Ochsenfurt. Von Klein-Ochsenfurt führt der Radweg entlang dem rechten Mainufer, vorbei an der Schleuse Großmannsdorf. Hier rollt das Fahrrad fast von alleine durch eine wunderschöne grüne Landschaft mit Obstwiesen, Kornfeldern und landwirtschaftlichen Flächen. Wir kommen zur Abzweigung nach Sommerhausen, denn der historische Weinort liegt auf der rechten Seite der Bundesstraße 13. Und Winterhausen als Gegenstück zu Sommerhausen auf der gegenüberliegenden Mainseite. Zwei Winzerorte, die sich irgendwie ergänzen, so wie Sonne und Mond. Das sind die Symbole in ihren Wappen. Hier in der Freizeit- und Erholungsanlage von Eibelstadt könnte man eine kleine Pause einlegen. Denn neben dem Naturspielplatz, der Fitnessanlage und dem Badesee gibt es auch eine große Picknickwiese und jede Menge Sitzbänke. Musik
Nachdem wir die gewaltige Autobahnbrücke der A3 unterqueren, nähern wir uns dem Premium-Weinort Randersacker. Der Ort liegt zwar nicht direkt am Radweg, doch wer vielleicht ein Gläschen vom Premium-Wein probieren möchte, der kann am großen Mainparkplatz durch die Unterführung nach Randersacker fahren. Der Mainradweg führt weiter geradeaus in Richtung Würzburg. Schon bald erreichen wir das Naherholungsgebiet der Stadt Würzburg. Auf der linken Mainseite begrüßt uns das weithin sichtbare Wahrzeichen der Stadt Würzburg, die Festung Marienberg. Sie gehört zu den eindrucksvollsten Baudenkmälern der Stadt. Ebenfalls auf der linken Mainseite befindet sich die bekannte Wallfahrtskirche, das Käppele. Sie wurde nach den Plänen von Balthasar Neumann umgebaut und trägt eigentlich den Namen Maria Heimsuchung. Der Turm des Würzburger Rathauses wird Grafen-Eckart genannt. Vermutlich nach dem Namen des Burggrafen Eckart. Die Sonnenuhr mahnt mit der Inschrift zur Bescheidenheit. Keines Menschen Geist hält den Lauf von Sonne, Mond und Sterne auf. Der aufgemalte Baum entstand, nachdem die Gerichtslinde umgestürzt war. Der Würzburger Dom St. Kilian mit der Doppelturmfassade ist die viertgrößte romanische Kirche Deutschlands. Am Marktplatz sehen wir die Marienkapelle. Mit ihren leuchtenden Farben. Es ist eine spätgotische Hallenkirche. Da aber der Vorgängerbau eine kleine Kapelle war, ist die Bezeichnung Kapelle bis heute geblieben. Die alte Mainbrücke ist mehr als nur eine Brücke. Als autofreie Zone ist sie ein beliebter Treffpunkt. Gern genießt man hier in geselliger Runde bei einem Schoppen Wein die schöne Aussicht auf die Festung, die Weinberge, die Stadt und den Main. Mit ihren Brückenheiligen, den lebensgroßen Steinfiguren, gleicht sie der berühmten Prager Karlsbrücke. Im Sommer 2010 diente die alte Mainbrücke sogar als Drehort für den Film Die drei Musketiere. Beim Verlassen der Stadt entdecken wir den alten Kran am Mainufer. Er wurde um 1772 erbaut. Das Tretrad musste genau wie im Markbreit durch Menschenkraft betrieben werden. In Würzburg gibt es sehr viele Sehenswürdigkeiten, von denen wir natürlich nur eine kleine Auswahl bei unserem Rundgang zeigen konnten. Von Würzburg geht es weiter in Richtung Zell am Main. Die hellen, weißen Behälter auf der linken Seite sehen aus wie übergroße Eier. Sie gehören vermutlich zum Würzburger Entwässerungsbetrieb. Und wenn wir richtig vermuten, leuchten sie nachts in bunten Farben. Fragt ihr euch auch, was sich hinter dieser hohen Mauer versteckt? Ein Naturschutzgebiet oder ein Kloster? Oder ist es eine Schutzmauer vor Hochwasser? Wer weiß denn sowas?
wenigen Kilometern kommen wir nach Margretshöchheim. Um 1300 wurde die erste kleine Kirche hier erbaut und um die Kirche herum entstanden die ersten Häuser. Über den neuen Mainsteg, eine Brücke für Radfahrer und Fußgänger, sind die beiden Orte Veitshöchheim und Margretshöchheim verbunden. Früher waren beide Orte links und rechts des Mains eine Markung mit dem Namen Hochheim. Für uns geht's weiter nach Erlabrunn. Ehe wir uns versehen, sind wir schon in Zelling. In der Nähe vom Zellinger Freibad befindet sich der Campingplatz Mein Camp. Außerdem sind dort etwa 6 gebührenfreie Wohnmobilstellplätze, direkt am Main, mit Blick auf den Kalksteinfelsen der Retzbacher Benediktushöhe. Von Zellingen fahren wir weiter nach Himmelstadt. In Himmelstadt führt der Mainradweg zum Naturschaugarten mit dem ersten deutschen Philatelisten-Lehrpfad. Schautafeln informieren über die Weihnachts- und Blumenbriefmarken sowie über Sondermarken der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Kennt denn von euch Himmelstadt? Bestimmt diejenigen, die auch an das Christkind glauben. Ja, ist es schon Weihnachten? Noch nicht. Aber ich schreibe besser doch schon mal meinen Wunschzettel. Denn wer weiß, vielleicht hat mein Wunsch auch eine Lieferzeit. Und ich möchte ja doch, dass mein Wunsch auch zu Weihnachten erfüllt wird und nicht erst auf Ostern. Ja, hier in Himmelstadt ist ja das einzige Weihnachtspostamt in ganz Bayern. Und über 80.000 Wunschzettel kommen jedes Jahr hier auf dem Postamt ein. Die wollen aber auch erstmal bearbeitet werden. Ja, und dann nutze ich doch jetzt die Gelegenheit, wenn wir schon hier in Himmelstadt sind, und werfe den Zettel gleich mal ein. Ja, wir haben es gefunden, das Weihnachtspostamt. Und zwar im ehemaligen Zollhaus. An dem historischen Postschalter wollen wir mal schnell den Wunschzettel abgeben. Zu treuen Händen. Ich würde es dann mal weitergeben. Und hier ist der Briefeinwurf. Unser Tipp: Wer schon zu Ostern seinen Herzenswunsch anmeldet, der bekommt ihn bestimmt auch zu Weihnachten erfüllt. Damit die Wartezeit bis Weihnachten nicht zu lange dauert, werden wir euch noch ein paar Videos vom Mainradweg zeigen. In der nächsten Etappe nehmen wir euch mit nach Karlstadt, Gemünden und nach Lohr am Main. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute. Bleibt gesund und munter.